glaube, wir müssen da zu diesem komischen... Ach, das ist ja auch Whiskerburg. Da müssen wir hin. Schicksalsberge Casino. Mr. Terrorbane. Solch eine Freude, dich hier zu sehen. Sei bitte nicht überrascht. Nicht alle Monster sind skrupellose Rüpel. Einige von uns sind auch skrupellose Geschäftsmänner. Oh nein! Ich habe all meine Deal verspielt! Wie ihr seht, seid ihr Menschen hier im Casino mehr als willkommen. Wir heißen alle verzweifelten Wesen herzlich willkommen. Hey du, mach dich an die Arbeit mit den Fässern. Sie zapfen sich nicht von alleine. Sofort Post. Aha, da war aber auch ein Churchfass, ne? Viel Spaß mit unseren tollen Attraktionen, Auserwählter, solange du das noch kannst. Was hat der Entwickler sich nur dabei gedacht, unsere Stadt dem Monster zu überlassen? Moment. Lass uns einen genauen Blick auf die Fässer werfen, Junge. Ich habe eine Idee. Auf die Fässer oder auf die richtigen Fässer? Die Salamander sind stärker als je zuvor. Wer hätte das gedacht? Vor der Eroberung Whiskerburgs waren sie total depressiv. Da los! Gotrako! Boah, dich gibt's ja noch, Digga! Wie geht's dir? Ich grüße dich. Danke für den Resub. 24 Monate. Monate! Moin, moin, moin! Leute, guckt bitte gerne bei mir bei dem YouTube-Video vorbei. Link steht im Chat. Hey, ich bin ein Undercover-Widerstandsrebell. Ich habe herausgefunden, dass die Salamander für die treue Dienerin Kubox arbeitet. Sie ist für die Verteidigung der Ruinen von Whiskerburg zuständig. Alles klar. Was willst du? Wir haben schon wieder Probleme. Die Salamander machen uns auch nicht leicht. Komm, ich will auch spielen. Mir geht's an sich sehr gut. Ich bin heute extrem müde, warum auch immer, aber alles toppigaloppi. Na Manu, wie geht's dir? Denkt dran, liebe Leute, am 1.10. geht mein richtiger Open-End-Livestream los. Bis zu 9 Tage könnt ihr mich live halten. Pro Sub, Donate oder Bits wird die Livestream-Zeit verlängert. Minimum 12 Stunden wird's wieder gehen. Alles klar? Uff. Diese Casino-Sache ist nicht sehr monsterwürdig. Aber wir brauchen Dill, um die Reaktoren unten in Whiskerburg zu betreiben. Das hätte ich nicht sagen sollen. Alles klar, wissen wir Bescheid. Was? Warum kommen wir trotz dieser Abzocke hierher? Hast du dich mal umgesehen? Hast du irgendwo einen Itemshop gesehen? Die sind inzwischen wertlos geworden. Stimmt. Hey, keiner weiß, dass die Tische frisiert sind. Hey, was guckst du so? Ich setze alles auf einen Schnurrbart. Alles auf den Schnurrbart. Was soll das heißen? Es gibt kein Schnurrbart? Ich verstehe nicht. Ja, ich war ja sogar vor ein, zwei Wochen bei Frozen. Ich glaube, vor 2 Wochen war das. Da hatte ich ja eigentlich gehofft, dass wir alle mal wieder zusammenfinden, aber da konntest du ja nicht. War schade. Wäre geil gewesen. Hast du all die frisierten Fässer gesehen? Den Brecken voller Terra-Energie. Die ziehen die aus den Ruinen. Für uns Monster ist die Energie Nahrung, aber die Salamander verlangen etwas dafür. Alles klar. Oh, wie übel. Ich habe alle meine Dill verloren. Aber was soll's, ohne Shops sind die praktisch wertlos. Die Salamander haben ihre Getränkepreise erhöht, um uns zu ärgern. Aber immerhin noch günstiger als bei Lester. Schau mich nicht so an. Das ist eben meine Magenstrategie. Kra! 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 Das habe ich mir gedacht, die Fässer.
Lester, habt ihr eine Idee, wie wir unbemerkt eindringen können? Du hast doch, du gesehen, wie die Terrorbane mit, Georgie Mauer gesprengt hat. Mr. Lester? Mr. Lester? Warum schaust du mich so an? Kleiner George. Du warst ein Fass, stimmt's? Nun ja, eigentlich bin ich das immer noch. Du weißt auch, wie du mit anderen Sprites tauschen kannst, richtig? Lester, diese Worte, NPCs, sollten nicht... Ja, weiß ich. Aber nicht mit allen. Ich kann nur mit den Ältesten tauschen. Den Ältesten? Die ersten Sprites des Entwicklers sind äußerst instabil. Aber... Der Sprite von Terrorbane war der erste von allen. Deswegen hat er auch so viele Gemacken. Gut. Das heißt, der kleine George könnte mit dem Sprites unseres Spielers tauschen. Oh, nein, unmöglich. Ich bin nicht kühn genug dafür. Kühn? Es muss doch möglich sein, dem kleinen George etwas Mut beizubringen, oder? Los, wir sollen nicht trödeln. Wir müssen George umstimmen. So. Nee, ich muss mich um anderes kümmern. Ja, naja. Ist ja auch nicht so wild. Irgendwann sieht man sich auch nochmal wieder. So, warte mal. Wir müssen ihm jetzt Mut beibringen. Wir haben doch hier ein Menü. Wir haben ihn auch gar nicht im Menü drin, ne? Das hier nicht, ne? Nee. Da haben wir auch nichts. Einstellungen. Online. Moment, wenn wir den anmachen, ist da nicht der Entwickler wieder da? Oh nein. Oh, hier, der Türsteher. Hey, das ist... Ein Luck Plus Amulett. Gib es her. Wolltest du uns über den Tisch ziehen? Was? Das Zeug ist in jedem Casino verboten. Bleib hier und fass nichts an. Ich bringe das in Sicherheit. Alles klar. Hello. This is a recorded message from your developer. I know you will find a way to try and open this normally inaccessible door. Why don't you ever follow the story the way I wrote it for you? Weil das langweilig ist. Maybe you just don't remember it. So here is a little refresher. Teste dein Glück. Was haben wir hier? Scroll-Exe. Ah! Tür ist verschlossen. Kann ich den... Los, bleibt sogar so. Eine dieser Tränen floss über ihre... Okay, da ist er wieder. Geht das hier? Ist wieder eine Bestrafung, ne? Aber warum ist denn jetzt die Tür verschlossen? Wir haben doch extra... No. Wie gebe ich dem den Mut, Leute? Wir können bloß mit dem einen Automaten interagieren. Warum eigentlich das? Ultra Sala Gamble Pro. Jetzt mit mehr Boshaftigkeit. Ja, die Tür ist immer noch verschlossen. Probiere Fass auf Trampolin? Fragezeichen. Was? So,
Zu dir. Hey, Freigetränke. Nur wenn du den Checkpoint knackst. Für alle anderen macht das 70 Dill. Ich würde jetzt niemals wagen, mit dem Sprite zu tauschen. Komm schon, Junge. Lass uns herausfinden, wie wir dem kleinen George Mut beibringen. Ja, weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage, wie wir das schaffen können. Ich gehe mal in die City. Mal gucken, ob wir da irgendwas machen können. Da müssen wir ja eigentlich hin. Fight. So, was dürfen wir denn machen? Wir müssen einmal nach oben, einmal nach da, einmal A, einmal nach unten. Geil, wunderbar. Und jetzt kommt die ultimative zerstörerische Ultimationsattacke. Was auch immer eine Ultimationsattacke ist, aber sie wird geil sein. Die Konsole scheint großem Stress ausgesetzt zu sein. Wirkt sie nicht irgendwie verändert? Oha! Weiß ich nicht. Wir sollten auf jeden Fall nochmal probieren, ne? Also je mehr wir gewinnen, umso mehr passiert irgendwas mit der Konsole. Wir sollten ganz oft gewinnen. Warte mal. Sicherheitslücke entdeckt. Ausweichen. Das Einfachste, was es gibt, und ich. Scheiße! Es ist so einfach, das Ausweichen. Es ist so easy. Und ich verkacke halt, ne? Oh nein! Unsere einzige Hoffnung sind die Pläne der Verteidigungsanlage schnell. Zum Casino. Okay, wir müssen tatsächlich ins Casino. Wir müssen herausfinden. Hä? Aber ich sehe nicht, dass ich die. Ich habe keine Ahnung, Digga. Das ist das Einzige, was ich bis jetzt noch gar nicht verstanden habe, was ich machen muss überhaupt. Egal, was ich mache, es ist falsch bei dem Spiel. Ist hier unten noch irgendwas? Ich würde gerne noch einen Kampf gewinnen. So, drehen, stoppen. Das ist so easy. Aber nur dreimal A drücken. Da, da, da. Da, da, da. Fehlermeldung behoben. 1999. Moment. Noch einmal, Leute. Noch einmal. Dann würde ich ja auch sagen, dass wir wieder ins Casino gehen. Aber Moment. Noch einmal. Moment. Sicherheitslücke entdeckt. Oh nein. Das muss ich machen. Hey, haben wir doch geschafft. Hey, wir waren durch. Scheiße. Ah, ralle ich mir nicht so ganz. Okay, komm. Probier mal. Das war easy, aber ich habe auch alles gemacht. Aber aus irgendeinem Grund ging nicht. Bam, 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 bam. Eine Weltraumgestalt. Lol, das ist ein... Das ist ein Among Us, Leute. Das ist quasi der Imposter. Oh, und damit zerstören wir ihn. Sieg. Ah, nee, schade. Ich verstehe nicht, was mit der Konsole passieren soll. So, was können wir hier machen? Wir müssen hier irgendwas machen. Wir müssen eigentlich... Ja, lol. Anweisung vom Chef. Jetzt ist das aber auch wieder Play. Was steht denn da? Play.
tickst. Probiere Fass auf Trampolin. Probiere Fass auf Trampolin. Probiere Fass auf Trampolin. Ultras, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Du kannst halt hier auch nichts machen irgendwie. Hey! Was? Freigetränke. Okay, Freigetränke hatten wir auch schon. Was müssen wir machen? Ich glaube, er muss einfach zu einem Fass werden. Oder nicht? Ich verstehe es nicht, Leute. Es ist mir ein Rätsel. Oh nein, ich habe verloren. Nö, du, keine Ahnung. Hier gibt's halt Wasser, oder habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Landschaft vielleicht wieder drehen, wann wir das wieder ausmachen, hier drehen. Guck mal, hier ist es sogar weg, ne? Ah lol, warte mal, im... Oh nein! Im Offline-Modus sind Dinge anders. Dam da. Steht da der Text gar nicht da im Offline-Modus? Was ist denn los, Digga? Ja, wenn wir jetzt schon im Open-End-Livestream wären, würde ich sagen, hier ist Feierabend. Ich schlafe jetzt. Im Stream. Jo, Spaltangriff! Aber wir müssen bestimmt immer das Schwert auswählen bei dem einen, ne? Bei dem einen Angriff. Ich glaube ja. Habe ich irgendwas im Spukhaus übersehen? Wo ist jetzt aktuell der Geist drinne? Da darf ich ja nicht hin. Ist ja aktuell da drinne, alles klar. Ektoplasma, wie kriegt er Mut? Ist da drin, das heißt hier in der ersten Tür. Hier ist er drin, das heißt hier können wir reingehen in die anderen Türen auch. Und wie kriegt der Dude Mut? Nur diese leere Topftheorie, Alter. Ist geil gemacht mit dem Gewitter, ne? Das ist so cool gemacht mit der Tür. Man kann hier aber auch rein gar nichts machen. Items haben wir schon aufgesammelt hier. Oh ne, Leute, ich glaube, ich muss heute abbrechen, du. Ich bin extrem fertig. Ich weiß nicht warum. Boah, krass. Die letzten Tage fast nur 3-4 Stunden geschlafen. Und halt körperliche Anstrengung die ganze Zeit, ne? Ich bin richtig im Ass, Leute. Vor allem vor dem Stream ging es mir halt noch relativ gut. Ich war schon ein bisschen müde, weil ich ja gerade noch so einen fetten, ultra großen Baum schleppen musste. Aber jetzt, wo ich mich hingesetzt habe, entspannt mein Körper einfach. Ich glaube, ich bin im Ass. Ich glaube, ich muss morgen weitermachen.